Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich zu unserer YouTube-Andacht an diesem heutigen Sonntag. Im Predigtext geht es heute um den Apostel Paulus und seine Rede auf dem berühmten Areopag in Athen. Dieser Platz ist sicherlich viel berühmter als unser Beichtplatz, aber trotzdem stehen wir hier genauso in der Öffentlichkeit, wie Paulus es tat. Seine Rede, die er dort hielt, hat er gut vorbereitet. Zunächst ging er durch die Stadt, schaute sich mit offenem Blick um, wie die Menschen dort leben, was sie glauben, wen sie verehren, woran sie ihr Herz hängen. Paulus nimmt erst einmal völlig offen seine Eindrücke auf. Wenn ich in einer fremden Gegend bin, in einer fremden Stadt, dann bereite ich mich meistens vor, dann lese ich in Reiseführern und schaue nach, was mich dort erwartet oder was man unbedingt sehen muss. Ich bin dann, muss ich schon feststellen, auch nicht mehr so offen, um einfach so ohne Vorgedanken das Ganze auf mich wirken zu lassen. Und dadurch habe ich dann auch feste Vorstellungen im Kopf. Bin eben nicht mehr unvoreingenommen, was auf mich zukommt. Nicht nur bei fremden Orten, auch bei fremden Menschen nehme ich mir das aber eigentlich immer vor. Ich will offen sein für das, was ich erlebe. Was weiß ich schon über einen Menschen? Und habe ich nicht vielleicht auch nach der äußeren Erscheinung Vorurteile im Kopf? Wenn es aber gelingt, sich ganz vorurteilsfrei auf andere Kulturen und fremde Menschen einzulassen, ja, dann kann ich erst wirklich positiv überrascht werden. Mit einer solchen Haltung geht also Paulus durch die Stadt Athen. Er denkt nicht von vornherein, dass die Menschen dort Heiden sind, die nichts wissen von Gott und die keine Ahnung haben. Vielmehr sieht er, dass sie verschiedene Götter verehren. Es ist ein gläubiges Volk. Ein Volk, das jedem Gott und jeder Göttin seinen eigenen Tempel baut. Und falls sie irgendeinen Gott vergessen haben sollten, den sie noch nicht kennen, wird auch für den sicherheitshalber ein Tempel gebaut und geweiht. Geweiht dem unbekannten Gott. Paulus erkennt darin nicht nur Frömmigkeit, sondern auch Verunsicherung. Wenn es nun doch mehr Götter gibt, als wir kennen, auf diesen Gedanken baut dann Paulus seine Rede auf. Wir hören aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand ein Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich in goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören.
So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Amen. Die Menschen in Athen hören Paulus zu. Sie sind interessiert, sind neugierig. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Als Paulus von der Auferstehung spricht, verspotten sie ihn und gehen weiter. Nur wenige bleiben und wollen mehr hören. Warum bringt gerade die Rede von der Auferstehung Jesu die Menschen dazu, zu spotten und sich abzuwenden? Alles andere hören sie sich doch interessiert an. Athen gehörte damals zum Römischen Reich. Im Römischen Reich war es gefährlich, an die Auferstehung zu glauben. Andere Religionen wurden sowieso nicht gern gesehen, denn der Kaiser in Rom war göttlich und wurde nach seinem Tod zum Gott erklärt. Das sollten die Menschen glauben. Auferstehung wurde nicht grundsätzlich verleugnet, aber wer an die Auferstehung Jesu glaubte, schwächte damit die Macht des römischen Herrschers. Und so waren nicht nur die Römer gegen diejenigen, die den auferstandenen Christus anbeteten, sondern auch die Eliten, die reichen und einflussreichen Familien Athens. Denn nur in der Zusammenarbeit und mit Billigung der römischen Besatzungsmacht konnten sie ihre Macht, Geld und Einfluss behalten. So war es dann problematisch und gefährlich, stehen zu bleiben und einem mit solch ketzerischen Reden zuzuhören. Und wer an die Auferstehung glaubt, lässt sich nicht mehr ohne weiteres unterdrücken. Wenn ich glaube, dass ich auferstehen werde, fürchte den Tod nicht oder nicht so sehr. Und wer den Tod nicht fürchtet, kann nicht mit Androhung von Gewalt und Tod bezwungen werden. Wer an die Auferstehung der Toten glaubt, nicht nur an die Auferstehung Jesu Christi, der hat ein ganz anderes, viel umfassenderen Gerechtigkeitsbegriff, als es für gehorsame Untertanen im Römischen Reich wünschenswert war. Wer sich also dazu bekannte, an den auferstandenen Christus zu glauben, lief Gefahr, als Regierungsgegner oder sogar Terrorist verfolgt zu werden. Wenn also Paulus von Gott und Jesus redet, ist so lange alles gut und interessant, wie er eben nicht von der Auferstehung spricht. Als er genau das tut, fangen die einen an zu spotten. Sie versuchen ihn lächerlich zu machen, um sich selbst nicht zu gefährden. Und andere sagen, ach, hör doch auf. Paulus wusste von der Gefahr, die davon ausging. Warum redet er dann trotzdem vom Auferstandenen, so ganz in aller Öffentlichkeit? Zum einen kann er für sich selbst nicht leugnen und will allen anderen auch deutlich machen, was der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist. Eben die Auferstehung. Andererseits möchte er mit seiner Rede auch bewusst ein Zeichen setzen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Mein Glaube ist stark über jede Bedrängung und Verfolgung hinweg. Diejenigen, die sich ihm anschließen, Dionysus und Damaris und weitere mit ihnen, sie lassen sich auf diesen Glauben ein. Sie schrecken nicht zurück vor der Gefahr und auch nicht davor, so wie Paulus, nur verlacht zu werden oder nicht ernst genommen. Nach Paulus' Rede sind sie von diesem Gott überzeugt. Vielleicht besser gesagt, Paulus und sein persönliches Bekenntnis hat sie von diesem Gott überzeugt. Dabei macht er es ja auch rhetorisch geschickt. Er geht auf die Athener ein, versucht sie freundlich für seine Sache zu gewinnen, aber die Risiken und Nebenwirkungen verschweigt er nicht. Wer sich ihm anschließt, weiß, worauf er sich einlässt. Er beschönigt nichts. Er beeindruckt nicht nur durch seine Strategie, auf Menschen zuzugehen. Am meisten beeindruckt er, dass er kein Risiko scheut und mit seiner ganzen Person für seinen Glauben eintritt. Nicht von ungefähr ist er mehrmals gefangen genommen worden und er leidet am Ende den Märtyrertod. Dionysus und Damaris und einige weitere bleiben bei ihm, folgen ihm und glauben an Gott, wie Paulus ihn verkündigt, im auferstandenen Christus. Eine Gefahr, wie Paulus eingegangen ist, brauchen wir heutzutage nicht zu fürchten.
Für uns liegt kein Risiko darin, vom Auferstandenen zu sprechen. Wir riskieren nicht unser Leben oder Gefangenschaft, wenn wir von der Auferstehung Jesu Christi sprechen. Wir riskieren höchstens, dass wir nicht von allen ernst genommen werden. Das ist ja auch Paulus passiert. Aber ansonsten, was ist das für uns für ein Risiko im Vergleich zu Paulus? Öffentlich von meinem Glauben sprechen. Schön, dass das heutzutage möglich ist. Öffentlich, im Kollegenkreis, im Freundeskreis, in der Familie, vom eigenen Glauben sprechen, das können nicht nur Paulus oder Pfarrerinnen und Pfarrer. Das können und sollen auch wir alle. Amen. Lass uns beten. Herr Gott, die Atheder halten sich für weise und verspotten den neuen Glauben, den Paulus ihnen verkündet. Auch unsere Gesellschaft heute hält sich für klug und aufgeklärt. Doch wenn wir auf unsere kleine Welt und auf die große Weltgeschichte schauen, gibt es manchmal wenig Grund, auf uns stolz zu sein. Oft fehlt die Weisheit, die uns hilft, das Leben auf der Erde zu schützen und den Glauben an Gott zu bewahren. Mit Ostern hast du alles neu gemacht. Hilf uns, dass nicht alles beim Alten bleibt und wir in Bewegung sind hin zu einer besseren, gerechteren, liebevolleren Welt. Hilf uns, weise zu denken und zu handeln. Erbarm dich über uns und vergib uns dummes Denken und böses Tun und bleibe bei uns mit deinem Segen. Amen. Lasst uns miteinander beten, wie Jesus Christus uns überliefert hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann geht in diesen Tag mit Gottes Segen. Gott der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.